Guten Morgen Deutschland! Um da auch ein Kreuz dahinter zu setzen, werde ich hiermit feierlich und offiziell auch den Vegan Tech abarbeiten. Der PR von Happy War Soul war so unverschämt, mich in diesen emotionalen Zwiespalt zu schmeißen zwischen kann's eigentlich nicht mehr hören und respektvoller Umgang mit den Werten und den Gepflogenheiten der veganen YouTube-Gemeinschaft. Und da ich immer schon eher der Mitläufer gewesen bin, bekommt ihr jetzt dieselben 10 Fragen an den Latz geknallt, die in den vergangenen Tagen auch schon von gefühlt 100 anderen YouTubern, veganen YouTubern gehört bekommen habt. Wann und warum, erste Frage, wann und warum wurdest du vegan? Ich wurde exakt vor 323 Tagen vegan und der Grund war einfach der Wunsch zu erfahren, was diese ganzen Ökos und Weltverbesserer eigentlich so geil an diesem Vegan finden. Naja, Ergebnis ist, dass ich jetzt auch so ein dummer Öko und Weltverbesserer bin. Ja, zweite Frage, was und wer hat dich inspiriert vegan zu werden? Also den Anstoß über das Vegan nachzudenken, den hat dieser Gary Jourovsky mit seinem sehr ergreifenden Vortrag bezüglich den Tierrechten gegeben. Der Auslöser jedoch des Experiments Vegan war dann Carl Sundance und seine Videos. So, drittens war die Lieblingsdoku. Gibt's letztlich für mich nicht, weil Dokus sind einfach irgendwie Dokumentationen, die man sich einmal anschaut, die Infos aufnimmt und gut ist. Also ja, und die meisten Infos über den Veganismus habe ich von Internetartikeln, von YouTube, von Büchern, aber nicht von Dokumentationen. Also bin kein wirklicher großer Fan von Dokumentationen, auch wenn ich hin und wieder vielleicht mal eine schaue. Wenn ich schnell Infos haben will, suche ich mir die im Internet. Und wenn ich einen Film anschauen will, dann will ich eigentlich unterhalten werden und ja, Dokus sind mir einfach zu lang, gemessen an dem relativ schlechten Informationen- und Zeitaufbringverhältnis. Zumal Informationen und das Denken für mich eh nur so quasi eine Spielerei des Menschen sind und nichts mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Und ja, deswegen Spielerei, Dokus, aber da ich gern effektiv spiele, gibt's wenig Dokus bei mir. Wie sieht meine vegane Ernährung aus? Ja, einfach mein Food Diary schauen. Aber naja, wer nicht Spielverderber sein. Also, früh gibt es einen Green Smoothie, der bereits 100% der Vitamine und Mineralstoffe und meistens so 60 bis 80% der Aminosäuren gemessen an den DGE-Empfehlung abdeckt. Das bedeutet, da man Proteine sowieso tendenziell etwas überbewertet, siehe auch mein Video, wie man auf die von der DGE empfohlenen Werte überhaupt kommt, habe ich bereits am Morgen eigentlich alles, was ich brauche. Und ja, entsprechend gibt es damit für mich tagsüber nur noch vereinzelte Snacks quasi. Und meist bleibe ich dabei mittlerweile auch der Rohkost treu, ohne mich da Rohköstler zu nennen, weil schon alleine meine Pizza Luigi immer wieder den Weg auf meinen Teller finden wird. Wer sie noch nicht kennt, oben bei den Infokarten. Pizza Luigi, die beste vegane Pizza aller Zeiten. Mit dem besten veganen Pizzateig aller Zeiten. Ihr müsst euch das unbedingt angucken. Nächste Frage. Ist jemand in deiner Familie vegan? Nein. Kennst du einen veganen Veganer real? Ja. Und ziemlich viel. Was ist dein liebstes veganes Gericht? Green Smoothies und da gibt's eigentlich nichts, was diese Spitzenposition auch in einem Ansatz gefährdet. Nicht mal Luigi kann das. Ohne Green Smoothie kann ich mir ein Leben als Veganer eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Ist einfach ein absolutes Muss. Ja, definitiv. Wie ist es für dich in einer Gesellschaft zu leben, die nicht gewaltfrei ist? Naja. Vegane Ernährung sensibilisiert zwar schon ein ganz schönes Stück, aber ich habe eigentlich schon immer so eine gewisse Schutzhülle um mich herum aufgebaut gegenüber allen anderen und war eher vom Typ her so der Einzelgänger. Und ich habe immer so den Eindruck, irgendwie alle anderen Menschen sind extrem unsensibel und auch extrem unbewusst. Also ich habe da von Haus aus schon eine ziemlich große Distanz zwischen dem Durchschnittsmenschen, also der Bevölkerung der Erde und ihren Eigenschaften und mir. Und da ich dem Menschen an sich auch keine besonders große Bedeutung im Kontext des Universums einräume, weiß ich, dass es eigentlich nur für uns wichtig wäre, gewaltfrei zu leben. Und dem Universum ist das im Endeffekt scheißegal. Von daher lächle ich meistens, wenn ich sehe, wie dumm die Menschen oft agieren. Und anstatt mich da wirklich richtig reinzusteigern. Aber ich kann das auch. Also wenn ich mich dann aufrege, dann rege ich mich dann schon sehr, sehr doll auf. Also ich versuche meistens zu lächeln. Wie gehst du mit Fleischessern im Allgemeinen um? Gerade wenn sie blöde Bemerkungen machen, unsensibel oder ignorant und so weiter. Unterschiedlich. Aber meistens, wenn es wirklich auf die negative Schiene geht, ignoriere ich das einfach. Nur wenn jemand wirklich interessiert ist
und eben nicht nur provozieren will, dann lasse ich mich auf ein Gespräch ein. Und dann ist es wirklich so, dass es eigentlich total individuell ist. Auch wieder gegenüber halt, also gibt's nichts. Ja. Lieblings-YouTube-Veganer. Ja, bin ich in allererster Linie ich selber. Ich schaue zwar sehr, sehr viele Videos, aber meine eigenen Videos schaue ich mir am häufigsten an. Aber ja, das ist natürlich. Da liegt es natürlich auch immer dran, in welcher Stimmung ich mich befinde. Und dazu passend gibt es dann auch immer wieder ein paar Kanäle, die diese Stimmung dann auch treffen. Der perfekte vegane Kanal wäre irgendwie für mich so eine attraktive Frau, die lustig ist, die sexy ist, die intelligent ist, über sich selber lachen kann, mit den Zuschauern spielt und komplett tolerant gegenüber allen Menschen ist. So, den Vegan gibt's nicht. Und entsprechend, ja, ist halt wirklich so, dass ich halt Nischen von Stimmungen habe, die bedient werden. Aber um eben auch mal ein paar Namen zu nennen und sorry an all diejenigen, die ich jetzt wahrscheinlich vergesse und die ich trotzdem schaue, aber ja, aktuell finde ich zum Beispiel Wir sind weg und ihr Weltreiseprojekt total, ihr Weltreiseprojekt, finde ich extrem spannend. Kasandens, der alte Hund, da hat es auch irgendwie drauf, Vlogs zu machen, finde ich total gut. Dann schaue ich auch gerne diese jungen, engagierten YouTuber, die mir zeigen, ja, wie geil die nächste Generation drauf sein kann. Also dazu zählt auf jeden Fall Semper Veganis, die Life Junkies, Lea Loves Lifting, Einfach Perfekt und ja, solche Kanäle. In Phasen der Menschenliebe, wo ich einfach nur Menschen, die mich berühren, dann schaue ich solche Kanäle wie Gemeinsam Vegan, Apfelwolke, Hülytopia, Love Tree Family, Mojo Die, Soul of Mercy und so weiter. Dann gibt es so die Informationsschiene, da geht eigentlich nichts über Silke Leopold und Joachim von Difference is a Virtue und ja, und dann gibt es die Motivation im Fitnessbereich, da ist Matt VP dabei und Fit mit Anna, ja, Garten, da Jen vom Gartengemüsekiosk finde ich richtig klasse, wenn ich ja so ein bisschen nachdenklich manchmal drin drauf bin oder so wenig, so ein bisschen ja, melancholisch drauf, dann schaue ich mir gern den Marvin an, Marvin Food und Veganell und Rezepte ist auf jeden Fall Gemüsekombüse und Raw Future TV. Ja, wenn ich wissen will, was in der Community abgeht, in der veganen Community, schaue ich Rohe Energie, Vegan Power Girl, Vegan Feeling, auch den High Carb Christian. Und ja, und wenn ich Entertainment haben will, dann so Manolo Floyd oder Motrix TV. Ja, dann schaue ich auch ganz viel oft gerne diese kleinen Kanäle, die gerade gestartet sind. Und ja, und schauen, wie sie sich so entwickeln. Sowohl als YouTube-Kanal als auch persönlich. Und auch da jetzt alle anzufangen, ist halt eine Neverending Story. Die ganzen Links der YouTuber, die ich genannt habe und auch die ich abonniert habe, die seht ihr in meinen Abos. Und ja, ich nutze jetzt dieses, ich soll jetzt 5 Kanäle nominieren, nicht um jetzt mich in den Mund von großen Kanälen zu bringen, wie so viele vor mir, sondern ich nutze das einfach mal, 5 der kleinsten Kanäle, die ich kenne und die auch mal Support erhalten sollen, denn die brauchen das eben viel mehr als ich. Und da möchte ich eben 5 Leute nominieren, die noch nicht so bekannt sind. Das ist Kevin, Fit und Vegan, ein Typ, der mich ein bisschen an mich erinnert und auch das Herz am rechten Fleck hat und hat, glaube ich, erst 77 Abonnenten. Dann die V-Swash, der hat auch ungefähr 70 Abonnenten, auch meiner nach und nach unterrepräsentiert, was das angeht. Die Yvonne trifft Süßkartoffel, eine richtig taffe und sympathische Frau, die meiner Meinung nach auch mal mehr Support gebrauchen könnte. Die hat, glaube ich, erst 20 oder 22 Abonnenten. Die Sandra Rumal, die hat auch erst um die 70 Abonnenten, aber gibt sich richtig viel Mühe mit den Videos. Am Ende natürlich noch den Uli von Bödefeld, der definitiv der krankeste Abonnent von mir ist, aber ich mag ihn einfach. Ich hätte ja auch hier noch 4-5 weitere im Kopf gehabt, aber man soll halt nur 5 taggen und generell finde ich, man sollte sich generell mal die Mühe machen, gerade bei den kleineren Kanälen mal eher da vorbeizuschauen. Da ist meist viel mehr Herzblut zu finden. Ja, und entsprechend auch da meine Empfehlung, die kleineren Kanäle auf jeden Fall zu betrachten. Ja, ich hoffe, ich konnte diesen Vegan Tag zur Zufriedenheit aller erfüllen und beantworten. Oder ja, wie man auch immer das sagt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Pflicht und Schuldigkeit getan. Euer Christian, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.